So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Need for Speed Unbound. Und wir machen weiter. Spielen. Wir haben ja noch ein paar Rennen. Wir haben jetzt wieder Nacht drin. Denke ich mir mal. Wir haben B, müssen wir Touristenfalle, müssen wir. Ja, da müssen wir wieder links fahren, da müssen wir wieder ein Auto wechseln. Aber das haben wir ja. Wir haben ja Stufe B-Fahrzeuge, glaube ich. Oder? Die Rauchshow, der OG haben wir ja. Macht der Zahlen? Drifte wird, okay. Ja, der kann aber auch. Ich probiere es einfach aus. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Wenn es klappt, wäre toll. Wenn nicht, dann hab ich. Ich hoffe, dass nichts dazwischen kommt. So rum ist es richtig. Hey, Speedy. Jo. Ich sag's dir. Ganz vorne in der Schlange bei der Mitternachtsveröffentlichung dieser genialen neuen High-Tops. Ein paar zum Anziehen, zusammen, eins zum Verkaufen Scheiße. An die Loser in der Schlange. Was ist deine Größe? Größe 11. Ich mach Witze. So reich bin ich auch nicht. Noch nicht. Bis dann. Wir haben gerade viele, viele Cops unterwegs. Warte mal. So, fahren wir mal rein in die Schose. Weil als Vierter verlieren wir sogar Geld. Die Macht der Zahlen. Ich klopp mal hier gerade so ein bisschen. Ich entspann mal. 54.600 Punkte. Entschuldigung, ich sag ja, ich habe eine Erkältung mitgemacht. Na, ich glaube, das wird nichts. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ja, ich vergesse es ja. Wie soll ich das hinkriegen? Ich habe gerade nur 7.000. Was soll ich denn da machen? Ja, brauche ich gar nicht zu probieren. Lass was ein andermal sein. Was gibt's? Sushi, Reality TV, ein Traum. Ja, du hast Fotos von Sushi aus 50 verschiedenen Perspektiven gepostet. Du solltest dich geehrt fühlen. Das ist Qualitätscontent. Aha. Du musst deinen Wagen abholen. Ich schick dir den Standort. Ist angekommen. Sonst noch Infos? Nein.
Der Kunde war vage. Erzählte was von Enteignung. Unverhofft kommt oft. Und das verhofft er auch. Ja, wir müssen also tatsächlich... Oh, wir haben, glaube ich, Geld verloren. Geh mal weg. So, eine neue Tankstelle, die wir noch freigeschaltet haben. Jetzt müssen wir noch kurz gucken, dass wir eine neue Lieferung haben. Dass wir die Lieferungen hier machen. 15.000 bringt die. Die Lieferung bringt eigentlich am meisten Geld. Allein hier unten sind schon wieder drei Cops unterwegs für uns. Gegen uns, so. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Aber ich möchte gerne das Auto liefern. Ja, ich bin bei weitem kein Drifter. Das ist es halt einfach. Also nicht mehr. Eigentlich bin ich gern gedriftet in die Need for Speed Underground. Aber nicht mehr seitdem wirklich gut gemacht. Was ist das für ein Auto? F-150. Oh, nice one. Jo. So, wir sollen das Auto unbeschädigt liefern, damit wir die 15.000 bekommen. Das sollte kein Problem sein. Eigentlich. Tess, ich hab den Wagen. Die Cops sind mir auf den Fersen. Wie in dem Film, wo dasselbe immer und immer wieder passiert. Déjà-vu? Nein, Little Women. Das ist nicht dasselbe, Tess. Davon gibt es nur viele Remakes. Egal. Zentrale, ich werde diese wahnsinnige Fahrt beenden. Boah, wir müssen nur ein Drift. Bist du bescheuert? Ich soll 5. Tschüss. Oh, oh, das war natürlich nicht beabsichtigt. Das zergibt ja gerade auf der Zunge. Hinterher, hinterher, sofort! Ich muss mal gerade nur hoffen, dass wir jetzt erstmal... Ja, natürlich, knall mir die Karre, du Arsch. Also, beziehungsweise. Dieser Razor kommt uns dauert, Leute, kommt schon! Zielperson bei Dewpoint View erwischt. Ja. Alles absuchen, findet das Arschloch! So, das Schöne ist, dass da vorne direkt eine Tankstelle ist. Das heißt, ich kann. Ich habe noch nicht mal was gemacht, aber gut. So, und jetzt sollen wir die Karre einfach nur abliefern. Gehabt. Alles klar, warte mal, ich habe mich verfahren.
So, wir jagen mal schön hier. Oh ja. So. Immer. Muss ich nur gerade kurz orientieren, wo wir hin müssen. Hier müssen wir hin. Auto abgeliefert. 15.000 auf der Arm. Wir wurden bisher noch nicht einmal gecasht. Der mit dem Enteignungsunternehmen sagt, der Wagen wäre unversehrt. Natürlich. Witz. Kein Witz. Das war seltsam. Fast als wäre jemand mit mir im Wagen. Gruselig. Ich muss mich mal gerade kurz orientieren, wo bin ich überhaupt? Wo bin ich denn überhaupt? Da bin ich. Weil ich habe gerade hier Kopf ohne Ende. Die sind nämlich gerade schon wieder auf dem Weg zu mir. Sagt, der Enteigner wäre nie aufgetaucht. Vielleicht entführt. Oh, muss das denn immer sein? Hm, ich weiß gar nicht, was du hast. Tschüss, Tess. Jo. Ich muss jetzt gerade... Ich wusste nur mal gerade, oh, was sind die denn? Scheiß, haut doch mal mit den scheiß Kopf, Alter. Geh mir auf den Sack jetzt. Ah, der war unten, okay. Ich wusste nur mal jetzt gerade. Alter, was ist denn los? Ein persönlicher Rekord, nichts Wildes jetzt, aber es ist jetzt egal. Ich möchte nur jetzt gerade mal kurz gucken, dass ich dem, der sich hier sicher in die Garage kommt, die Kohle abliefere. Oder 17.000 auf der Hand habe. Wie gesagt, 28.000, sowas brauchen wir für den GTR. Wir rüpfen wieder rüber auf den Tag. Und vor dem Wahltag zeigen die meisten Umfragen, dass der Vorsprung von Bürgermeisterin Stevenson auf weniger als einen halben Punkt gefallen ist. Auf die Frage nach einer Stellungnahme sagt ihr Büro, das zeigt, dass die Demokratie in Lakeshore lebendig ist. Bürgermeisterin Stevenson ist zuversichtlich, dass die Menschen wählen können und für ein stärkeres, sicheres Lakeshore stimmen werden. So, dann haben wir hier noch Rennen. Ja, ich fahre keine Drift-Events, das macht keinen Sinn. Das ist für mich, naja, wie gesagt. Der Sturmkanal, ich glaube, die haben wir schon mal gefahren, die Ecke. Das ist da, wo du dann am Ende nochmal durch den Kanal jagst. Das war nämlich das, was ich jetzt gedacht habe. Dieses Skyline-Sprint habe ich gedacht, ja, das wäre das gewesen. Aber das ist eigentlich mehr oder weniger mein Lieblingsrennen, weil das bringt nämlich richtig Kohle. So, jetzt muss ich gerade gucken. Die wilde Sache hier mit dem A+, großes Geld. Die könnten wir nochmal fahren. Die wilde Sache. Das machen wir auch. Aber nicht jetzt. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüssi.